Jo, hi Leute, das ist Skynet hier. Bin mal wieder zurück mit einem weiteren Video von mir. Gab jetzt rund 3 bis 4 Wochen kein Video, beziehungsweise auch kein Livestream von mir. Hat einfach den Grund, da ich momentan, ja, wir haben Sommer, sehr viel zu tun auf Arbeit, Schichtarbeit. Und ja, im Real Life habe ich momentan auch wenig Zeit. Und die Zeit, die ich habe, nutze ich momentan, ja, sehr stark dafür, um für mich persönlich, was StarCraft 2 angeht, zu trainieren. Deswegen gibt es auch keinen Livestream und momentan auch keine Videos. Da ich einfach, wie gesagt, momentan sehr stark mich verbessern will und trainieren will, um einfach selbst besser zu werden. Und ja, das ist einfach der ganze Grund, warum es kein Video gab und keine Livestreams. Das nur kurz vorneweg. Es geht weiter mit meiner How to Turtle Up-Reihe auf einer neuen Karte. Ist ganz interessant, muss ich gerade mal schauen. Ja. Todestrakt, genau, diese Karte. Ich habe keine Ahnung, wie die, was weiß ich, wie die heißt. In Deutsch heißt sie Todestrakt. Keine Ahnung, ihr seht ja, wie gesagt, das Bild in der Beschreibung schreibe ich so dann wieder rein, wie sie auf, ja, auf Englisch quasi heißt. Aber wie gesagt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und deshalb gehen wir mal hier in das Replay rein, ist schon ungefähr 1, 2 Wochen alt und geht wie gesagt wieder darum, wie positioniere ich meine Einheiten, wo stelle ich meine Tanks hin, wo baue ich Turrets, wo baue ich Sensortürme, wo attackiere ich, wie läuft das Ganze ab auf einer neuen Map und ja, wenn das Replay jetzt geladen hat, geht's auch direkt los. Wir gehen hier, wie gesagt, machen wir einmal alles an, so, alles klar, kann's losgehen. Den Anfang spulen wir ein bisschen vor, bis die interessanten Sachen passieren. Ich spiele immer noch mein Standard-Opening, Reactor Helion Expansion into einen Minendrop. Sollte mittlerweile eigentlich jeder von euch kennen. Deshalb überspringen wir das Ganze mal. Ich sehe, es laggt hier ein bisschen, aber keine Ahnung warum. So, wir scouten hier. Wichtig, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, direkt den Worker zum Scouten zu schicken, der das Depot baut. Nur auf 4 Spielerkarten. Auf 4 Spielerkarten, der Worker, der das Depot gebaut hat, geht auch direkt scouten, da ich einfach, ja, ich sterbe sehr schnell gegen irgendwelche Zerg-All-Ins. Zum Beispiel aktiv momentan spiele ich oft gegen One-Pace Roaches. Hört sich blöd an, ist aber so. Und deshalb scoute ich einfach sehr früh, um erstmal meinen Gegner sehr schnell zu finden. Und dann mich ja quasi darauf vorzubereiten. Wenn Roaches kommen, kann man die Barracks liften, Tech Lab dran, Bunker, 2 Marauder rein und dann ja theoretisch 2 Inbase-CCs bauen oder eine Cloak Banshee. Je nachdem, ob man aggressiv sein will oder passiv, das ist dann ganz egal. So, wir scouten hier, wir sehen hier, der Gegner hat noch keinen Gas genommen. Dann versuche ich meistens, wenn die Linke gekommen sind, mein SCV zurückzuschicken und dann mit 2 Marines quasi die Linke abzufangen, was mir hier auch relativ gut gelingt. Einen bekomme ich und den anderen, ja, fange ich dann quasi in der Main ab. Oder nee, genau, bei dem Replay, bei dem Game ist er mir sogar reingekommen. Passiert, ist nicht so tragisch. Der Zerg weiß genau, was auf ihn zukommt jetzt, aber naja, passiert. Wie gesagt, darum soll es in dem Video nicht gehen. Wir gehen hier weiter vor. Hier bei dem Wall ist vielleicht die erste Sache, man kann hier mit einem Depot quasi schon zumachen. Das heißt hier. Und hier, wenn wir hier wollen, können wir den Gas-Geysir dazu quasi zu unserer Wall ja einfügen. Das heißt, wenn wir hier wollen würden, müssen wir noch ein extra Gebäude bauen. Wenn wir jetzt einfach hier wollen, dann dient der Gas-Geysir quasi ja. Der hilft uns zu wallen. Das mal nur so vorneweg. So, hier machen wir ein bisschen Schaden mit den Hellions. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich da getötet habe. 11 Worker, das ist eigentlich sehr gut, muss ich gerade mal sagen. Ansonsten, ja, geht's weiter mit dem Minendrop, dann drittes Command Center und hier sehen wir hier die Wall. Normalerweise müssen wir hier noch ein Gebäude bauen, aber ja, da der Geysir ist, dann passt es nämlich so ganz gut. Ja. Overlord hier in der Main Base, wir spulen weiter vor. So, der Minendrop dient einerseits dazu, Schaden zu machen. Können wir gerade mal schauen, wie viel Damage ich damit mache. Wir haben jetzt hier auf 18 Kills hoch und auf 26 Kills hoch, das heißt overall 44 gegen 54, ausgeglichen, passt gut, da wir nämlich gleich Triple CC und Triple Mula am Start haben. Wir haben Damage gemacht und wir haben Scouting-Informationen bekommen. So, was haben wir alles gesehen hier? Wir sehen, der Zerg taggt nach oben, baut den Spire, hat Doppelgas hier, saturiert, dritte Hatchery hat er auch am Start, das heißt, wir haben alles gesehen und Damage gemacht. So, da wir jetzt, was haben wir jetzt gesehen? So,
Okay, hier haben wir noch was gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind zwei Evos, genau. Anhand der Informationen können wir sagen, okay, wir können aggressiv axen. Das heißt, wir können jetzt, ich hoffe, ich glaube, ich mache das auch. Direkt, genau. Ich lifte direkt meinen Command Center nach vorne, da uns einfach anhand der Scouting-Informationen überhaupt nichts passieren kann. Der Zerg wird jetzt erstmal einfach Gas sammeln und nach dem Spire, nachdem er durch ist, Mutas durchdrücken. Das sehen wir hier. Das heißt, am Boden her kann uns eigentlich gar nichts passieren, außer momentan Linge, da er sein ganzes Geld in Gas investiert hat. Hier ist ganz wichtig, wir können hier vom Low Ground angegriffen werden. Das heißt, bauen wir einen Turret hier, einen Sensorturm und stellen zwei Tanks hier hin, damit die hier nach unten schießen können. Also langsamer, das ist ganz wichtig. Mittlerweile habe ich mein drittes Command Center durch. Wir schauen mal in die Main. Wir sind noch auf 4 Factories, haben hier die Armory am Start, plus 1 Weapons ist schon durch. Und der Sensorturm deckt hier alles ab. So, wir können ganz mal gerade mal gucken. Wir haben ja gesehen Mutas, dann kann man hier überall zwei Turrets dazu bauen, hier ein. Und hier, wie gesagt, wie ich schon öfter gesagt habe, bauen wir Turrets im Zweier- und Dreierpärchen. Ein Tor in der Main patrouillieren lassen. Sind wir schon mal safe gegen das geplante Opening vom Zerg. Wunderbar, so soll das sein. Würden wir jetzt blind spielen, zum Beispiel wir hätten den Drop nicht gemacht oder wir abgefangen worden, da müssen wir einen Scan setzen, wir müssen wissen, was kommt. Wenn er zum Beispiel auf Ground bleibt und Roaches oder so durchdrückt, dann können wir nicht so greedy unser drittes Command Center rausziehen, weil es sonst dann ja denied wird. Wir sehen, wir sind hier gut saturiert. Drücken jetzt, wie ich schon öfter gesagt habe, drei Tors durch. Drei Tors gegen Mutas ist die magische Zahl. Genau, die haben wir jetzt hier. Und dann geht's weiter, nur noch Tanks und Helvets durchdrücken. So, wir gehen mal hier kurz in meine Vision. Gut, wir haben nicht den Watchtower, alles klar. So, wir machen wieder alles komplett. Da der Zerg ja Mutas hat und ja, was wir da anhand gesehen haben, er hat keinen Damage gemacht. Er hat, wir haben ja gesehen, hier Baneling Nest. Er ging wahrscheinlich von Bio aus, nehme ich mal an. Deshalb können wir natürlich, Mutas sind im Spiel, wir sind safe gegen die Mutas, wir können sehr greedy vorgehen. Das meiste Follow-up zu Mutas, wenn er damit Mech scoutet, was er ja gemacht hat durch den Harass, ist quasi danach, nach dem Mutas, auf Swarmhorst zu gehen und das Spiel quasi, ja, Swarmhorst auf Swarmhorst und Mars Mutas zu bleiben. Anhand der Information können wir hier auf der Map sehr gut hier eine Planetary bauen, Turrets und ich hoffe dann noch irgendwann baue ich einen Sensorturm und dann können wir quasi hier zumachen und dann gleichzeitig auch hier unsere Base nehmen und haben so 1, 2, 3, 4 Basen sicher. Das heißt, der Zerg kann nur frontal hier durch oder mit Mutas hier, hier oder hier attackieren. Aber momentan kann er noch nicht so viele Mutas haben und ja, wenn er selbst mit Mars Mutas hier durchbrechen würde, das würde sich für ihn nicht rentieren, er würde mehr verlieren. Ja, als er quasi Damage gemacht. Deshalb ist erstmal wichtig jetzt, hier sich safe zu machen. Wir haben den Planetary Tanks hier dran, drei Tors. Hier schreibe ich No, weil ich die Swarmhouse gescannt habe. Das heißt, es wird ein sehr langes Spiel. So, ja, dritte Base, vierte Base sogar schon am Start. Wird jetzt auch saturiert. Und ja, jetzt geht es eigentlich einfach nur weiter. Command Center bauen. Raven Upgrade, ja, ist auch schon ein Bau. Und wir holen jetzt erstmal Vikings und Tanks und Ravens und schauen, dass wir auf 200 Supply Max kommen. So, hier habe ich auch schon Turrets gebaut, weil hier einfach noch eine Möglichkeit ist vom Zerg da, wo er durchbrechen kann. Viele versuchen, also habe ich jetzt mitbekommen, mit Mutas hier die Rocks aufzubrechen und dann, was weiß ich, Marslinge reinzuströmen. Deswegen empfiehlt es hier einfach zu wollen und eine PF und einen Tank hinten dran. Wir spulen das Ganze weiter vor. Wir sehen hier schon zwei Sensortürme gebaut. Später baue ich auch noch einen hier, dass wir einfach komplett safe sind und sehen, was kommt. Das heißt, die einzige Möglichkeit vom Zerg durchzubrechen ist ja hier vorne. So, wir spulen das Ganze weiter vor. Durch die Swarmhouse, ja, friert das Spiel jetzt quasi ein und wir sind gezwungen hier zu sitzen und auf, ja, zu turteln und auf 30 Raven zu gehen. So, wir spulen weiter vor. Wie gesagt, die Map hier, die ist sehr, sehr, sehr gut für Turtle Mech. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, wichtig ist auch Highsec Auto Tracking zu holen für die Turrets und das sieht mir ein bisschen blöd aus, wenn der Bunker so aussieht. Das Defense Upgrade für die Turrets, damit die einfach zwei Panzerungen haben, dann brauchen die Mutas einfach viel, viel länger, um die zu zerstören.
Wie gesagt, Sensorturm hier, hier und hier, drei Stück. Wir sehen komplett alles. Die einzige Möglichkeit momentan durchzubrechen ist hier vorne. Ja, momentan viel passiert ja auch weiter nicht. Er jagt hier ein paar Units rein. Das versuche ich mit meinen Vikings zu verhindern. Wir turteln hoch auf Mars Ravens, Mars Command Center überall. Und wenn wir dann Max Out sind, sind wir jetzt hier fast. Wir haben eine gute Anzahl an Units. Nehmen wir unsere weiteren Basen. Ich mache das immer so, ich baue lieber die Turrets, bevor ich die CCs hingestellt habe, damit einfach, falls der Zerg das sieht, damit die CCs nicht gleich gesniped werden. Double Planetary hier, sieht blöd aus, oder eher gesagt, sieht eigentlich ganz cool aus, sind 300 Gas investiert, aber lohnt sich vollkommen, da wir einfach jetzt auf 2, 4, 6, 8, 10 Vespin Gas geisieren sind und einfach ein Tausender Gas-Income haben. Der Zerg hat hier knapp 2000, aber ist ganz egal, da unsere Army in Blade Game einfach viel, viel stärker ist. So, das heißt hier, innerhalb von ein paar Minuten ist die Basis hier komplett safe. Es lohnt sich eigentlich auch hier, dann, genau, hier habe ich schon einen Tank hingestellt. Normalerweise stelle ich mir hier einen Tank hin, hier und hier, dass hier komplett safe ist. Aber, ja, so passt es auch. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Knotenpunkte. Ein Knotenpunkt ist hier, ein Knotenpunkt ist hier. Beide sind komplett safe. Er kann damit mit seinen momentanen Units, mit Swarmos Mutter, kann er nicht durchbrechen. Das heißt, er macht es einzig sinnvoller, er creept die ganze Map voll und äxt überall hin. Ja gut, und hier ist noch ein Knotenpunkt, aber durch die Sensortürme sehen wir ja frühzeitig, ob da was kommt. Deswegen lohnt es eigentlich nicht für ihn, ja, jetzt hier anzugreifen. Ja, ich lasse das Ganze hier mal vorspulen, denn ja, es passiert nicht viel bzw. gar nichts. Unser Ziel ist es einfach jetzt Mars CCs zu bauen, unsere Worker zu wasten, auf eine Moleku zu kommen und uns dann irgendwann in diese Base hier als nächste Base zu schnappen. Also wie ihr jetzt eigentlich seht, wo der Zerg Aggression machen kann, ist hier mit Mutas, das ist safe. Hier ist safe, hier ist safe durch Sensortürme. Hier greift er nicht an, weil er über unsere ganze Army drüber fliegen muss. Das heißt, er kann hier angreifen oder hier, und unsere Army, seht ihr hier, steht hier in der Mitte. Das heißt, wir können frühzeitig reagieren und durch den Sensorturm hier sehen wir auch, was hier kommt. Das heißt, wir sind jetzt hier auf 1, 2, 3, 4, 5 Basen komplett saturiert. Das ist mehr als genug. Alles, was wir mehr kriegen können, ist ein Bonus gegen diesen Style von dem Zerg hier. So, wieder selbes Spiel wie eigentlich hier. Double Planetary. Wir ziehen die Tors hin und dann können wir eigentlich auch später diese Tanks abziehen und quasi nach hier hin verfrachten. Der Zerg hat die ganze Map. Ich glaube, ich weiß ich das. Ja, ich kann es bedenken. Ich habe hier mal ein bisschen gescannt und alles, aber ja, vollkommen egal, weil unsere Army ist im Blade Game einfach stärker. Und wenn der Zerg uns dahin kommen lässt, dann ist es wunderbar. So, wieder Double Planetary hier, wieder Mars Turrets. Ganz wichtig, habe ich in den letzten zwei How to Turtle Up Videos schon gesagt. Wir spammen die Map voll mit Turrets. Denn das Einzige, was unser Schwachpunkt ist, wenn der Zerg irgendwo mit Mutas durchbricht und wir quasi unsere Army bewegen müssen. Zum Beispiel, er bricht jetzt, sagen wir mal, hier durch. Oder hier. Und wir müssen unsere ganze Army, oder unsere ganze Air Army quasi hinziehen. Bietet es dem Zerg Raum, mit Swarmhouse zum Beispiel hier anzugreifen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen überall safe sein, damit wir uns nur auf Knotenpunkte konzentrieren müssen, die jetzt quasi hier sind und hier. Dieser Knotenpunkt ist weggefallen, dadurch, dass den hier ersetzt wird. Ganz einfach. Jetzt sehen wir hier, der Zerg greift hier mal an, aber ja, die Mutas kaufen uns so viel Zeit, dass wir eigentlich mit unserer Army, ja, bewegen können, aber machen wir jetzt nicht, weil habe ich keine Ahnung, warum ich das nicht mache. Weil einfach so viele Turrets hier sind, ja, 16 Stück ungefähr, knapp, ja, werden jetzt noch welche gebaut. Er kann hier schwer durchbrechen und wenn er es macht, lohnt es sich nicht für ihn. Wir sehen hier auch, der Zerg hat eine Riesenbank, fast hier 11k und hier 20k Gas, aber es bringt ihm überhaupt nichts. Da, wenn wir mal kurz einen Blick hinwerfen, er meint nur Gas, keine Minerals. Ihr müsst mir bedenken, wenn ihr sowas seht, solange der Zerg nicht viele Minerals meint, ist alles vollkommen okay. Denn Zerg lebt ja von der Masse und die Masse kostet bei ihm auch Gas, aber viel mehr Minerals. Und wenn der Zerg selbst eine Bank von 100.000 K Gas hat und dafür keine Minerals, lohnt sich das viel überhaupt nicht, bringt ihm nichts. Weil er ohne Minerals kein Gas auch nicht ausgeben kann. Deswegen, keine Bange, wir turteln einfach unser Leben hier weiter. Und jeden Worker, Entschuldigung, jeden Worker, den wir jetzt verlieren, was ich jetzt noch hier mache, ersetzen wir dann durch Hellions, wie wir jetzt hier sehen.
Das heißt, wir haben Hellions mit Blue Flame. Habe ich Blue Flame erforscht? Ich hoffe doch. Nein, noch nicht. Das mache ich dann noch irgendwann. Wir werden es dann hier oben sehen. Und jetzt geht's quasi los. Wir haben die ganzen Basen gescannt. Und er ist zwar sehr mobil. Hier trolle ich ihn ein bisschen, weil ich einfach weiß, ich bin sehr, sehr krass weit vorne. Und da er mir einfach machen lässt, was ich will. Beziehungsweise er kann nicht das dagegen tun mit seiner Unit Composition. Ja, und jetzt starten wir einfach zu harassen. Wir schicken überall Hellions hin. Das hält den Zerg auf Trab. Das heißt, er muss überall mit seinen Mutas hinfliegen. Wenn wir hier Worker töten oder hier am Gas zum Beispiel, muss er das Gas neu saturieren. Und ja, das machen wir jetzt die ganze Zeit. Wir bauen weitere Factories, damit wir quasi später schnell remaxen können. Weitere Starports kommen dann später. Ich habe sogar schon den, nein, den Fusion Core baue ich dann auch noch später. Wir bauen jetzt einfach nur Hellions durch und ja, schaffen uns eine Bank an, stehen nur rum und harassen einfach unseren Gegner. Hier mache ich einen kurzen Attack mit den Ravens. Immer sinnvoll, eine PDD zu speisen oder mehrere, damit wir hier drüber fliegen können und die attackieren können, ohne Raven zu verlieren. Ja, sehr viel zu erzählen hier. Ihr merkt schon, ich rede ganz schön schnell. Aber ja, es passiert quasi nichts, aber es ist auf sehr viele Sachen zu achten. Jetzt sehen wir hier wieder, ich splitte Hellions, schicke die hier hin, schicke Hellions hier nach unten und halt den Zerg quasi, ja, auf Trab. Jetzt nehmen wir hier quasi wieder sogar ein Swarmhouse raus, das ist sehr gut. Jetzt muss er hier sein Gas neu saturieren, jetzt muss er hier sein Gas neu saturieren. Hier hat er kein Gas mehr saturiert. Hier, die nehmen wir auch raus. Das, wir sehen, der Zerg ist sehr, sehr krass unter Stress. Und ja, das wollen wir damit bewirken mit den Runways. So, wir spulen weiter vor, aber ich denke, die groben Sachen sind schon gesagt. Wie gesagt, ja, wir stressen mit Hellions, nehmen hier mal eine Echse raus, die können wir auch dann gleich rausnehmen. Hier haben wir eine rausgenommen, hier kann man ganz gut attackieren. Achso, eine kleine wichtige Sache noch, wenn wir hier einen Tank hinstellen, wir sehen hier, der Zerg wird niemals diese Expansion nehmen. Wenn wir hier spawnen und der Zerg hier, er wird immer nach unten exen, denn diese Expansion kann er nicht halten. Denn wir können hier einen Tank hinstellen und ihr seht, die Reichweite von dem Tank verhindert ihn, diese Echse zu nehmen. Das heißt, diese Echse kann er auf keinen Fall nehmen und somit ist sie irgendwann im späteren Spielverlauf uns. So, wir spulen hier weiter vor. Weitere CCs, weitere Turrets. Hier habe ich schon den Fusion Core gebaut, weil wir einfach damit rechnen müssen, dass er später auf Mars Ultras geht. Weiß jetzt, viele Zergs machen das, die bauen Mars Mutas, forcen uns den Counter Mars Tors zu bauen und dann machen sie den Switch zu Mars Ultras, obwohl wir schon die Tors haben. Mir konnte noch kein Zerg erklären, warum er das macht. Wenn irgendein Zerg hier zuschaut und mir das mal erklären kann, würde es mich interessieren. Warum man Mars Mutas baut und den Terra Mars Tors forst, quasi den Hard Counter und dann auf Mars Ultras geht. Macht keinen Sinn, beziehungsweise, ja, können wir dann auch zu Mars Battlecruiser Raven Viking switchen. So, jetzt ist unsere nächste Möglichkeit, diese Echsen zu bekommen, was allerdings sehr schwer wird, da wir einen sehr weiten Weg hier zu laufen haben und der Zerg einfach auch hier attackieren kann. Deswegen müssen wir ein paar Units hier lassen, können nicht alles nach hier unten ziehen und gegen Swarmhouse, die halt kostenlos sind, ist es sehr schwer, die nächste Echse zu etablieren. Gut, an der Stelle mache ich jetzt hier mal Stopp. Wie gesagt, wichtige Knotenpunkte ist am Anfang hier, bauen wir Turrets. Hier Turrets, Sensorturm, hier Turrets und Sensorturm, Turrets, Sensorturm, Mars Turrets, Sensorturm, Mars Turrets, Sensorturm. Knotenpunkte sind, wenn wir dieses Stadium erreicht haben, hier und hier, wo er überhaupt nicht durchbrechen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Base als Mech-Terraner. Als Turtle-Mech-Terraner, das ist sehr, sehr krass, da wir eine sehr krasse Bank haben. Gut, Minerals eher nicht, weil ich noch irgendwie vergessen habe, Mools zu callen. Aber wenn wir merken, unsere Minerals sind auf 0, dann callen wir Mools und dann haben wir locker wieder 20.000 in ein paar Minuten. Ja, das heißt, der erste Knotenpunkt ist, ich sag mal hier, aber das ist, ja, eine Wall, easy peasy. Dann ist der nächste Knotenpunkt hier, der verlegt sich dann nach hier, aber wenn wir diese Base haben, verlegt er sich nach hier. Das ist, wenn man gegen Swarmhost Muta spielt, was viele Zergs machen, was eigentlich ein Style ist, wenn der Mech-Terraner keine Fehler hat, kann er dagegen nicht sterben, es kann entweder einen Draw geben oder der Terraner gewinnt. Mehr ist es nicht. So, wir hüpfen hier aus dem Replay raus und schauen uns ein anderes Replay an, auf derselben Map.
was einen anderen Z Style von einem Zerg zeigt. Wann habe ich denn das gespielt? Das war ein 2-Stunden-Game. Genau, das hier. Hüpfen wir hier rein. Der war irgendwie auf Platz 2 Master oder so, irgendwie 2 Plätze über mir, unter mir. Über mir, unter mir, wie auch immer. So, wir spulen hier direkt vor. Wie gesagt, selbe Map, aber anderer Style von einem Zerg. Das, was ich finde, ein viel besserer Style ist, nämlich komplett ohne Swarmhouse gegen Mech zu spielen. Das heißt, es ist Aggression im Spiel, es ist nicht dieses Einschlafen von wegen, ja, es kommen Swarmhosts, der Mech-Terraner kann nicht attackieren, der Zerg kann nicht attackieren. Und der Zerg spielt einen sehr interessanten Stil, der viel, viel besser ist gegen Mech als Swarmhouse, wenn man damit auch gewinnen kann. Aber halt auch Micro-intensiver ist. So, das ruckelt jetzt hier ein bisschen. Ich spule das Ganze mal vor. Ich spiele wieder dasselbe Opening. Der Zerg hier hat sehr gut gespielt, also war ein cooles Game. So wie der Reaktor. Ich finde es schade, dass man noch nicht hier vorsappen kann, so instant. So, wieder haben wir gescoutet direkt. Wir haben gesehen, kein Gas. Ja, wir spulen weiter vor. Was ich momentan auch, habe ich glaube vorhin schon gesagt, was ich ganz gern mache, sehen wir jetzt hier. Nachdem ich die Hellions gebaut habe, schmeiße ich eigentlich hier einen Techlab dran und baue Marauder durch, damit ich einfach safe bin. Genau jetzt hier, gegen Roaches. Viele Zergs bauen wieder jetzt hier auch. Ungescoutet sogar. Einfach blind habe ich hier einen Marauder gebaut, weil viele Zergs scouten mittlerweile dieses Opening und bauen dann entweder Roaches, um aggressiv zu werden, oder bauen Roaches, um Hellions zu verteidigen. Ich habe jetzt hier gesehen am Watchtower, dass er hier einen Overlord hat und er hat meine Hellions gesehen. Deswegen fahre ich nicht rein, weil ich genau wüsste, ich würde keinen Damage machen. Ich warte jetzt hier einen Moment, dass er vielleicht Einheiten raussendet, dass ich dann die Gelegenheit habe, reinzufahren, um Damage zu machen. Aber wie ihr jetzt seht, ja, er hat Roaches und hat die nicht rausgesendet. Deswegen, ja, fahre ich rein und versuche so viel möglich wie Damage zu machen, um auch Informationen zu bekommen, was macht mein Gegner als nächstes. So, musste gerade kurz unterbrechen, hatte hier was zu erledigen. Man hat ja nie so viel, nie seine Ruhe. Gut, wir schauen mal weiter jetzt. Ich weiß gar nicht genau, wir waren beim Hellion Run bei und dass der Roaches hatte. Okay. Jetzt bin ich ganz raus hier. Gut, wir schauen mal weiter. Wie gesagt, das ist das zweite Replay, wo der einen anderen Style spielt. Hier noch eine Banshee, mit der ich versuche ein bisschen Damage zu machen. Ich weiß gar nicht. Genau, das war der Sinn. Ich habe die Banshee hierhin geschickt und habe dann parallel hier einen Widowmine Drop gemacht, der allerdings gar keinen Schaden gemacht hat. Wir haben jetzt hier overall 8 Worker getötet. Das ist überhaupt nicht gut, aber wir haben auf jeden Fall Scouting-Informationen bekommen und können uns dann quasi, ja, drauf einstellen. Das heißt, wir adden weitere Factories, gehen auf 4 Stück hoch, versuchen mit den Marines die Watchtower zu nehmen und dann auch gleichzeitig, ja, unser drittes Command Center zu etablieren. So, wir gehen wieder, oh ja, hier den kleinen Push, das meine ich. So, das hat man in dem Replay jetzt gut gesehen. Jetzt war ich hier zu greedy gewesen und habe hier einige Units verloren. Wir schauen uns das mal an. An dieser Stelle hätte ich das Spiel schon verlieren können. Allerdings, der Tor mit Counter Repair hat das Ganze aufgehalten. Und hätte aber nicht sein müssen. Der hätte schon einen Scan setzen müssen oder was weiß ich, um einfach sowas frühzeitig zu sehen. So, wir gehen auf die magische Zahl 3 Tors hoch, um quasi gegen Mutas safe zu sein. Hier wieder selbes Spiel, Turret und Sensorturm, hier auch einen Turret. Hier wieder die Turrets im Zweier- und Dreier-Pärchen, um da einfach safe zu sein, dass er nicht hinten reinfliegen kann. Und ansonsten, ja, geht es jetzt hier weiter im Geschehen. Ich spule das Ganze mal weiter vor. Oh, wir sehen hier, er hat sogar ein paar Swarmhorst im Spiel gebaut, aber nicht diesen Mars Swarmhorst-Style. So, hier habe ich einen Hidden CC versucht, hat er aber direkt gefunden mit den Mutas. Wie er das geschafft hat, keine Ahnung. Passiert eben. Hat auch sehr gute
Overlord spread. Wir gehen mal auf seine Vision. Er sieht eigentlich die komplette. Er sieht die komplette Map. Das macht er sehr gut. War ein guter Zerg. So, jetzt ist es wichtig, so schnell wie möglich diese Base zu etablieren, diese hier. Und hier wieder eine Planetary hinzustellen. Das heißt, ich stelle mich schon mal hier auf, mache diese ganze Position safe, bevor die Swarmhosts kommen und ich da keine Chance mehr habe, hier rauszurücken. So, wir spulen vor. Wie gesagt, Mars Tanks, Planetary, 3 Tors, oder ne, genau, 4 Tors habe ich sogar geholt, weil ich gesehen habe, er hat sehr viele Mutas. Und da habe ich auch hier meine Turret Line verstärkt und einfach hier ein Tor zum Patrouillieren hingestellt. Und hier auch wieder Mars Turrets. Quasi wie im letzten Spiel, Knotenpunkte hier, hier, hier und hier. Und wo er mit Luft kommen kann, ja, Turrets hin, wo er mit Ground kommen kann, PF hin. Hier greift er die Rocks an, das heißt Mars Turrets, einen Tank hinten dran stellen. Später add ich genau auf das hier, wird dann auch noch eine Planetary, um einfach hier diese Möglichkeit, dass er hier durchbrechen kann, safe zu machen. Hätte ich ein bisschen besser machen können, vielleicht eine Banshee bauen können und die rauszunehmen. Aber so hat er quasi hier useless supply, das hier easy peasy aufgehalten wird. Und von daher kümmere ich mich da auch nicht weiter drum. Hier hat er viele Changelinge, das macht das ganze Spiel über, soweit ich mich erinnere. Das ist sehr gut, weil er einfach direkt meine komplette Army die ganze Zeit sieht und sich direkt darauf einstellen kann. So, ich spule mal vor bis zu der interessanten Sache, was er nämlich spielt. Ah genau, hier hat er nämlich auch einen Brutlord gemorpht und attackiert dann die quasi meine Einheiten. Habe ich dann einen Viking geschickt. Eins reicht, um das ja quasi den Brutlord rauszunehmen. So, interessant wird es dann erst im späteren Spielverlauf. Da dieser Zerg einfach, zum Beispiel erinnert, geht er erstmal auf Mars Mutter und später auf Hydra Viper Ultra. Was ein sehr abhängiger Style ist von der Blinding Cloud, aber wenn die Blinding Cloud trifft, crusht er unsere Mech-Armee easy peasy mit was weiß ich, 20 Ultras. So, ich spule weiter vor. Wie gesagt, alles wie im letzten Spiel. Passiert nicht viel weiteres. Wir sichern nur die Knotenpunkte ab. Genau, hier eine Planetary, die einfach den Damage tankt. Die muss nicht hier stehen, die zieht Aggro und damit gehen die Locust, wollen die hier angreifen. Das Ganze einfach nicht steht. Die soll nur Aggro ziehen und ein bisschen verteidigen. Ich habe ja gesehen, dass der Zerg viele, viele Mutas hat, deswegen gehe ich hier auf mehr Tors hoch, um einfach ein bisschen mobiler zu sein. Um quasi, ja, nicht, dass die Mutas irgendwo durchbrechen. Ich dachte eigentlich, hier hat er nicht so viel Swarm ausgebaut, aber hat er doch gemacht. Das heißt, wir müssen erstmal hier ein bisschen turteln, bis wir dann genug Army und beziehungsweise Raven haben, um dann quasi uns die nächste Base ja, zu schnappen. Ich lasse das Ganze mal laufen jetzt hier, weil ich mal meine Vision. Falsche Vision. Er stresst halt sehr stark mit Mutas. Das heißt, wir müssen überall an Schlüsselpositionen ein Tor einstellen. Das heißt, hier zum Beispiel, dann hier, wie gesagt, in der Main. Hier ist die Main Army. Hier ist der Main Knotenpunkt quasi, wo er angreifen könnte. Da stellen wir auch, lassen wir auch ein Tor stehen. Und diese paar Tors, ja, sind immer quasi dazu da, ja, um mobil zu sein. Jetzt greift er hier wieder an mit den Mutas. Wir sehen hier, er nimmt quasi immer nur die Turrets raus und ein paar Worker, aber nichts weiteres. Das heißt, die Turrets erkaufen uns so viel Zeit, um unsere Army quasi in Position zu bringen. Und wenn wir merken, der Zerg macht sowas und tankt quasi auf pure Mass Muta, dann müssen wir mehr Tors adden. Was ich auch dann gleich machen werde, wenn mir das dann klar wird. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn ein Zerg Mars Mutter spielt. Wie wir auch sehen, er hat noch 12 weitere Mutas in Production. Das ist ein sehr komischer Style, was nur funktionieren kann, wenn der Mech-Terraner Lücken in seiner Verteidigung lässt. Wir sehen jetzt hier, er hat hier Turrets rausgenommen und ein Tor, aber hat so viele Mutas verloren.
und hat nicht mal geschafft, einen Tank zu killen. Vielleicht einen Tank, habe ich nicht drauf geachtet. Wir sind ja aber weitere 22 Mutas. Irgendwann wird mir das dann auch klar und ich ende weitere Tors und lasse den einfach hier stehen. So, weiter, weiter, weiter. Hier wieder ein Tor rausgenommen. Genau, jetzt wird mir es klar. Ich drücke einfach Tors durch. Und ich glaube, den Rally Point habe ich dann sogar... Ne, der ist noch da vorne. Oh, das ist so laggy. Wie wir sehen, er drückt nur Mutas durch. Hier wieder der Fusion Core, sicherheitshalber, dass er auf Ultras geht. Jetzt wird mir das auch langsam klar. Das heißt, überall, wo ich ein Tor stehen habe, habe ich auch zwei Raven drüber. Denn wenn ich Glück habe, kann eine Seeker Missile die Mutas dann easy peasy rausnehmen. Wenn wir jetzt mal hier sehen, er macht zwar Damage, aber er nimmt eigentlich nie wichtige Units raus. Er hat das Doppelte schon verloren. Und das heißt, er hat die doppelten Ressourcen schon ausgegeben, die wir noch quasi ja auf unserer Bank haben. Das heißt, er denkt, er meint so viel. Aber irgendwann, wenn er weiter so mit seinen Einheiten umgeht, ist sein gemeintes Gas und Minerals trotzdem weg. Versteht ihr, was ich meine? Das Geld ist dann trotzdem weg, egal wie viele Turrets er rausnimmt. Das ist dann, ja, weil er viel ineffizienter tradet als wir quasi. So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich einfach hier wieder die Tors hinstelle mit zwei Raven drüber und lasse die einfach hier stehen, weil er schon so oft versucht hat, hier durchzubrechen. Jetzt hat er hier Marslinge verschwendet, was ihm gar nichts gebracht hat. 5, 6 Tanks rausgenommen, ansonsten gar nichts. Und jetzt stelle ich hier einfach, ja, meine Tors hin, weil er so oft versucht hat, hier durchzubrechen. Mit den Mutas. Und genau das ist dieser Punkt. Ich habe das nicht gescannt. Oder überhaupt war ich darauf vorbereitet, auf diese 12 Ultras. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, wie ich schon gesagt habe. Er baut Mars Mutas, dann wastet er alle Mutas. Aber er forst mich dadurch, Mars Tors zu bauen. Wir sehen, ich habe schon 9 Tors am Start. Und Tors sind der Hardcounter zu Ultras. Das heißt, er hat mich doch geforst, den Hardcounter schon zu bauen. Und warum taggt er dann auf Ultras? Das würde mich gerne mal interessieren. Warum machen Zergs das? Bitte schreibt mir es. Egal wo, ich würde das gerne mal wissen. Das kommt mir noch niemand beantworten. Und wenn ich einen Zergs was frage, werde ich blöd zurückgeflamed. So, selbes Spiel wie auf der Map zuvor. Ja, jetzt hat er hier Ultras reingeschickt. Die haben nichts gebracht. Jetzt schickt er hier. Schaut euch das mal an. Was mit den Ultras passiert. Überhaupt gar nichts. Deswegen, es macht überhaupt keinen Sinn, Ultras zu spawnen. Wir haben doch schon den Hardcounter, den wir gebaut haben gegen die Mutas. Und da ich jetzt auch die Ultras gesehen habe, ja, kommt auch der Fusion Core mit Yamato-Kanone und hier dem Energie-Upgrade. Und ja. Jetzt versuchen wir dann diese Base zu nehmen. Ich lasse das Ganze mal wieder ein bisschen vorspulen. Genau, da war ich sehr überrascht, dass er so viele Linge baut. Das ist einfach so eine Verschwendung an Geld. Jetzt ist das auch... Vielleicht hat er gedacht, mein PC hält das nicht aus und durch die vielen Linge ist die Bewegung und dann leckt das. Keine Ahnung. Jetzt machen wir einfach die Wall hoch, stellen die Tanks hinten dran und drücken Hellbats durch. Er macht hier schon ein bisschen Schaden, aber den Schaden, den er macht, lohnt sich halt überhaupt nicht für das Geld, was er dadurch investiert hat. Wenn wir wieder auf Units losgehen, hier schaut mal. Fast 50.000 Units, die er verschwendet hat und nichts dafür getötet hat. Nur hier ja, ein paar Gebäude, aber das juckt mich halt überhaupt nicht. Und jetzt geht er wieder zurück auf Mutas. Aber wir haben doch, er hat uns doch geforst, wieder Tors zu bauen. Er weiß doch, dass wir so viele Tors haben. Aber er drückt trotzdem Mutas durch. Das ist so ein Game, wo ich überhaupt nicht scannen muss oder scouten muss, weil er einfach in Anführungsstrichen so blöd ist und immer die Unit baut, wo wir schon den Hardcounter haben. Ja, er hat eine Planet rausgenommen für ungefähr 10.000 Mints, die er verschwendet hat. Jetzt kommt er hier wieder mit den Mutas, aber wie ihr seht, ich habe hier schon Mars Tors am Start. Und hier... Was eine Verschwendung. Er hat jetzt hier 4 Tors getötet oder so, aber seine komplette Gasbank, die er hatte, einfach verschwendet und davon sind auch 4 Mutas zurückgekommen.
Und das ist ein Top-Master-Zerg. Top-Master. Müsst ihr überlegen. Ich glaube, viele sind einfach sehr unerfahren mit dem Style. Jetzt stelle ich hier, habe ich ein paar Raven abgestellt und wieder stelle ich hier wieder Tors hin. Falls wieder Mutas kommen, kann ich dann instant Seeker-Missiles schmeißen. So wieder alles aufgestellt, um dann ja die Mutas direkt aufzuhalten. So, irgendwann kommt dann der Punkt, wo er seinen Style komplett switcht, quasi von Mars Mutas weggeht oder von Mars Ultras. Schnappt ihr mal einen Protoss-Spieler, kann das sein? Protoss bauen, Mars Phoenix funktioniert, Mars Void Race funktioniert, Mars Carrier funktioniert, Mars Tempest funktioniert, Mars Blinkstalker funktioniert, Mars Zealots funktioniert. Ich glaube, der ist eigentlich Protoss. Weil er einfach hier jetzt wieder, Mars Mutas funktioniert nicht, was ist denn da los? Mars Ultras funktioniert auch nicht, was ist denn da los? Ich glaube, das könnte ein Protoss gewesen sein. Aber als Zerg, ja, funktioniert das halt eben nicht. Als Protoss, ja, kannst du die Einheit massen, sag ich jetzt mal, na, sag mal das so, wie du willst und du kannst dadurch gewinnen. So, jetzt haben wir diese Base am Start. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Base, obwohl die Base läuft hier nicht, aber die ist eh, das Gas ist eh leer, von daher können wir die Minerals hier als Reserve behalten. Wieder einen Tank und zwei Raven, falls gut das kommt. Hier ein Tor. Und jetzt versuche ich ja. Genau, das passiert nämlich. Wenn man einmal auf Guard erwischt wird durch die Ultras, dann brechen die durch. Jetzt drückt der wieder so viel. Genau, dann kommen wieder Mars Winge. Dann können wir, wenn sowas passiert, einfach Auto-Turrets auf dem Boden spammen, Vikings landen, Hellbirds und dann passt es. Und als nächstes baut er wieder Ultras. Das ist so witzig, dieses Game gewesen. Und jetzt seht ihr hier, er hat keine Bank mehr. Und wir haben noch Bank. Wir haben noch so viel Gas. Wir müssen nur einmal einen Rule-Call dann machen und haben wieder 10k Mints. Was jetzt auch passiert ist. So, wo sind seine Einheiten? Hier, wieder Ultras, alles klar. Haben wir Upgrades? 3-3 ist am Start, alles klar. Battlecruiser, weil er nur Ultras geht. So, und jetzt kommt genau das, was gegen diesen Style, was ich sag mal, was er gut gemacht hat. Er greift immer an den Positionen an, wo meine Armine steht. Das heißt, er nimmt da Units raus, er nimmt da Units raus. Und die Map ist einfach so breit gefächert, ich kann niemals hier gleichzeitig verteidigen und hier gleichzeitig verteidigen. Und an dem Moment dachte ich, scheiße. Ich verliere das Spiel. Ich habe zwar eine Armee, aber wenn das so weitergeht, er hat einfach mehr Income. Wenn das so weitergeht, verliere ich das ganze Spiel, weil ich einfach nicht meine ganzen Positionen gleichzeitig verteidigen kann. Weil einfach, tja, ich kann meine Armee nicht so schnell bewegen wie er seine Armee. Dann lege ich wieder Linge drin, dann kommen wieder Ultras, dann kommen Mutas, überall, gleichzeitig werde ich attackiert. Und das wird mir auch an irgendeinem Punkt klar. Jetzt kommen hier wieder Ultras und nehmen hier meine Basis wieder raus. Hier sind Infested Herods drin. Und langsam habe ich mir halt hier in dem Moment ja Gedanken gemacht, weil ich sowas, so ein Szenario eigentlich noch gar nicht hatte auf dieser Map. Wir werden doch gleich sehen, was ich dann unternehme. Ich habe auch hier gescannt. Oder scannt dann noch, ich schau mal. Ja, ich habe hier schon gescannt und sehe, dass er die ganzen Basen hat. Aber sehe, dass er hier noch volles Vespin-Geysi hat. Und hier quasi auch. Deswegen ist mein Ziel, hier nach oben zu expandieren. Wieder Infested Herods. Ihr seht, ich muss meine Armee die ganze Zeit hin und her bewegen. Hin und her und hin und her. Und dass ich das die ganze Zeit mache, komme ich nicht dazu, mir eine neue Basis zu schnappen quasi. Ich kann, wie soll, wenn ich mir die Basis schnappe, rennt er hier rein und tötet meine ganze Production. Deswegen versuche ich hier mal wieder meine Verteidigung an den Start zu bekommen, um mal langsam wieder ins Spiel reinzukommen, weil ich bin sehr stark draußen momentan. Ich habe momentan Income 0. 0 Gas, 0 Mint. Das heißt, mein Ziel ist es, eine Basis zu bekommen. Und dann haben wir Mulkaul dann zu werfen. Jetzt kommt hier wieder Einheiten. Von allen Seiten. Jetzt muss ich meine Arme wieder nach hier bewegen. Jetzt greift er hier wieder an. Sehr, sehr nervig dieser Style, aber funktioniert. Vielleicht auf einer Map wie Akilon, wenn es noch geben würde, würde es nicht funktionieren. Aber auf einer Map, er hindert mich quasi daran, eine neue Basis zu bekommen. Ich denke auch, das war sein Plan gewesen. Jetzt seht ihr hier. Ich will die Basis nach hier oben nehmen. Und in dem Moment, wo ich die Basis hier, also den Creepback machen will und ja, mich alles vorbereiten will, pusht er wieder hier unten. Das heißt, ich muss meine Armee komplett wieder nach unten bewegen.
Aber bis sie hier unten ist, verliere ich meine ganzen Production Facilities. Das heißt, jemand habe ich mir gedacht, scheiß drauf, wir liften einfach alles. Und verlassen quasi unsere Startposition, also wo wir unsere Startposition waren, und ziehen alles nach hier oben. Wir bauen quasi das, was wir hier unten aufgebaut haben, bauen wir hier oben auf. Weil hier noch die einzigen Mints und Gasekamm auf der Map ist, das zur Verfügung steht. Außer hier unten, aber da kommen wir halt niemals hin. So. Jetzt hat er hier Hydras. Und ja. Wie gesagt, jetzt kommt der Punkt hier, zack, ich lift einfach alles, weil ich das nicht halten kann. Weil wenn ich jetzt wieder nach unten rennen würde, wieder hier oben reinrennen. Und dann, wenn ich hier unten wäre, wieder hier oben reinrennen, wieder nach unten. Ihr versteht, was ich meine. Das würde auf keinen Fall funktionieren. Deswegen denke ich mir in dem Moment, scheiß drauf, wir verlagern unsere Mainbase, Vorteil an Terranne, komplett nach hier oben. Und ja, verlagern das quasi alles hier hin. Gut, in dem Moment mache ich auch mal Stopp. Sonst wird das nämlich viel zu viel. Wie gesagt, bei dem Style ist es so, er versucht durch Masse uns zu überrennen. Was auch klappt, wenn wir das gemacht hätten, was ich die ganze Zeit mache, die ganze Zeit der Armee hinterher rennen. Deswegen müssen wir das Schlauste machen, was wir machen können. Wir geben unsere Mainbase auf, die quasi hier war, und verlagern das nach hier oben, wo noch verfügbare Mineralien sind. Wenn das Ganze hier wäre, würden wir natürlich hier hingehen. Aber hier hat er schon alles outgemined, beziehungsweise ist dabei, lohnt sich nicht. Deswegen verlagern wir alles nach oben und bauen quasi ein komplettes Abbild, was wir hier hatten, hier oben hin. Das ist das Ganze. Gut, ich denke, das war's für das Video. Ist relativ lang geworden, aber da haben wir zwei verschiedene Stile von einem Zerg gesehen auf derselben Map. Und ja, die, denke ich, beide momentan am meisten gespielt werden. Diesen Mars-Unit-Style, den Terraner zu überrennen mit Mech, an verschiedenen Stellen zu attackieren. Oder wie im ersten Game diesen Mars-Mutter-Swarmhorse-Style. Haben wir beide Style jetzt hier gesehen. Ich habe, denke ich, alles gesagt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Comments. Ansonsten versucht's selber mal, sagt mir, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ganz wichtig, was ich wissen will, warum baut der Zerg Mars Mutas, forst den Terraner Ultras zu bauen, Tors zu bauen und geht dann auf Ultras, obwohl der Terraner schon Tors hat. Wenn jemand das weiß, würde mich interessieren. Gut Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.